Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Breit halten, ich jag das Ding in die Luft. Ups. Machen Sie das hier nicht nochmal. Los gehen wir. Folgen Sie mir. Wie cool das aber auch ist mit diesem Visier. Es ist der Hammer. Hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Oh mein Gott. Kann mal einer den ganzen Engländer, lieber Underworld, mal ein Timeout geben? What the fuck? What? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Ja, ich weiß gar nicht, warum die da gerade ihren Dings kundtun müssen. So wie Civic oder Stylenlinio. Ja. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich finde es mir komisch, dass die Kamera rötlich immer wird, wenn man Alien startet. Das ist immer ganz komisch. Kommt voll, als ob hier gerade eben. Oh. Finden Sie das Ursprungssignal? Wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt weitergelaufen an diesem. Wie geil das aber auch sich anhört, die Fußschritte. Bum, bum, bum. Das ist so toll gemacht, also echt Hut ab an Sega und 20 Fox Century oder Century Fox. Vielen, vielen Dank für so ein großartiges Spiel. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Ich weiß nicht genau, ob das der Alien-Planet aus 1 und 2 ist, aber ich glaube, das ist hier das Alien-Schiff. Vom 1. Ich glaube, von Teil 1. Ich meine ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt diese Rückblende, weil wir spielen ja jetzt nicht Ashley. Das ist jetzt, glaube ich, eine Rückblende. Aus dem Film. Wenn ich jetzt es richtig in Erinnerung habe oder das jetzt. Weil ich glaube, das ist das Alien-Schiff. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist aus dem ersten Teil, wo sie das Schiff betreten. Ja. Was eine coole Rückblende. Ich wusste es nämlich, weil mir kommt das nämlich alles gerade so bekannt vor. Und dann finden die doch gleich. Ja, ich weiß, was kommt. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Etwas Großes. Oh mein Gott. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Lasst euch einfach überraschen. Wenn es wirklich so gemacht ist wie im Film, dann wird's geil. Weil bis jetzt schon Hut ab. Hammer. Hammerhart. Wie cool das aber auch ist. Wie die Atmosphäre und alles. Da vorne gibt es eine Öffnung. Oh mein Gott. Verdammte Scheiße. Passen Sie auf. What? Alter! What the fuck? Ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Hey, Ruhe! Was? Haben Sie Angst, wir wecken
Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Fuck. Das ist eine Lebensform. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Es wird sein Anspruch klar machen, wie uns jemand zuvorkommt. Johanna Sidora ist für etwas... Willkommen daheim. Genau. Nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Marlow, wir haben was gefunden. Spuren. Spuren? Als hätte jemand etwas über den Boden geschleift. Aber das ist noch nicht alles. Das wird Ihnen nicht gefallen. Was dann? Die Spuren führen hierher. Welche Namen hier auf dem Flugschreiber? Nostromo. Jemand war schon hier. Vielleicht haben Sie das Schiff evakuiert und sind hierher gekommen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Wenn die vor uns hier waren, warum gibt es dann keine Aufzeichnung? Ja, wenn Sie noch hier sind, war es das mit unseren Bergungsrechten. Finden wir es raus. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Foster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Finden Sie das Notsignal? Okay. Was ist das? So was habe ich noch nie gesehen. Menschlich ist das nicht. Das steht fest. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich glaube ja. Also falls ihr den Film wieder sehen möchtet, morgen um 20.15 Uhr auf Kabel 1 kommt die große Alien-Reihe. Morgen mit Teil 1 auf Kabel 1. Ja, um 20.15 Uhr kommt morgen Teil 1 Alien. Falls ihr den Film nicht kennt oder falls ihr ihn nochmal sehen möchtet, morgen, wie gesagt, Alien, kommt die große Reihe auf Kabel 1. Also ab morgen dann. Ich glaube, jeden Montag, glaube ich, oder so. What the fuck? Meeks, ich habe das Signal gefunden. Ich werde genauer nachsehen. Schalten Sie das Notsignal ab. Ob das so eine gute Idee ist? Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Marlow, das müssen wir sich ansehen. Der Wahnsinn. Bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Oh mein Gott. Das sieht so geil aus. Entschuldigung. Ich sag's einfach, das ist... Ich meine, es gibt natürlich auch andere Spiele, die cool aussehen, wie zum Beispiel, wie heißt das hier? Even Carter. Dieses Spiel, das ist auch so cool. Ich komme nicht drauf. Wie heißt das jetzt? Was? The Vanishing of Even Carter, genau. Das sieht auch sehr, sehr geil aus. Kommt auch für die PlayStation nächstes Jahr wahrscheinlich. Freue ich mich schon drauf. Auch ein Indie-Titel. Boah. Erinnert mich ein bisschen an Ghostbusters jetzt gerade. Ich weiß nicht warum. Und jetzt muss ich da reinspringen, oder? Was muss ich denn jetzt machen? Hallo? Ach so, Winde, okay. Yay! Vor allem, wo kommt das Loch her? Haben die das gerade gegraben oder was? Oder? Alter, was ist das denn? Wie geil ist das denn gemacht? Was ein Wow-Effekt. Boah, ist das cool.
Boah, ist das cool. Leute, dieses Spiel, ne? Wahnsinn. Ist der Hammer. Ist der Hammer. Boah, krass. Ich möchte aber hier nicht sein, bin ich euch ganz ehrlich. Ich, schade, dass die Zwischensequenzen immer noch so ruckeln, ey. Jetzt kommen die ekligsten Viecher überhaupt. Ich glaube, ich weiß schon, warum wir einen Revolver bekommen haben in diesem Spiel. Oh mein Gott. Aber das sind, glaube ich, doch keine Szenen aus dem Film, ne? Oder hier diese im Ladebildschirm? Könnte natürlich aber auch sein, irgendwie. Das Richten einer Waffe auf Person gilt als aggressiver Akt. Okay. Tür verschlossen. Wo sind wir denn jetzt? Achso, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder zurück, ne? Ja. Das wäre jetzt peinlich, wenn das Spiel jetzt abgestürzt wäre. Weil ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespeichert. Oh, super, ein Speichersymbol. Yay! Das wäre jetzt echt peinlich. Ich glaube. Mehr wissen. Alles. Boah. Wo ist Ihr Schiff? Puh. Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlow. Ach ja? Na gut, Sie wissen ja, wo ich bin. Ich bin auch froh, dass es keinen Multiplayer gibt. Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Habt da was, das Sie gebrauchen können? Immer mit der Ruhe. Ich will erstmal speichern. Erstmal speichern. Hier. Erstmal ganz, ganz wichtig zu speichern. Oh. Sammeln Sie den Flammenwerfer ein. Yeah, geil. Hoffentlich funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. Haha, ich habe einen Flammenwerfer. Boah, wie geil ist das denn? Können wir nochmal eben speichern? Achso, geht nicht. Okay, da liegt unsere Kollegin. Dann schauen wir mal. So, wo müssen wir denn hin? Da lang. Okay. Wie sie da steht. Aggressive Haltung. Mehr sage ich dazu nicht. So. Also. Puh, schon wieder Trophäe erhalten. Ich kriege nur Trophäen. Oh, eine Kiste. Die haben wir eigentlich übersehen, glaube ich, vorhin. Können wir irgendwas bauen, was wir brauchen? Wie zum Beispiel ein Medikit. Ja, sehr schön. Da haben wir ein Medikit fertiggestellt. Mein Gott, ich will gar nicht aufhören zu spielen. Ich will einfach weiterspielen. So, dann bleiben wir beim Flammenwerfer natürlich. Ripley, sind Sie auf dem Weg? Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist. Hi from USA. Hi from Germany to USA. Welcome to the Let's Play Live Show. Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich.
Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sevastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Habe ich nur das Gefühl, oder muss ich... Ach, ich muss wahrscheinlich hier lang, ne? Ist klar. Ich glaube, wir gehen stark auf Finale zu. Glaube ich zumindest. Also ist noch ein bisschen zu spielen, aber wir gehen schon in Richtung Finale. Ja. Würde ich mal behaupten. Oh, wir können ja hier mal speichern. Wenn wir schon einmal dabei sind. Wenn wir schon einmal dabei sind, können wir auch speichern. I like this game very, very much. It's a great game. Please, more of them, Sega. Und kann das Spiel was? Reicht das als Antwort? Das ist einfach nur das... Ich habe ja schon so gut wie alle Alien-Spiele gespielt, bis auf Colony and Marines hier, das letzte, was rausgekommen ist, was ja so schlecht war. Das war mir von vornherein klar, aber ich habe damals auch hier das auf dem PC des Alien gehabt, dann was auch den Multiplayer hatte und so, und wo man auch als Alien gespielt hat und als Krabbler und sowas konnte, diese oh ey, Hammer. Aber bis jetzt, dieses Spiel fängt die ganzen Filme in einem zusammen ein und diese Atmosphäre, die Grafik, das ist so geil gemacht, das ist einfach eins der besten Alien-Spiele, die ich je gesehen habe. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Mein Gott, bin ich cool nicht. Ja, langweilen. Ja, Assassin Cursey oder Cursey spielt, glaube ich, den ganzen Tag Assassin's Creed. Würde ich mich auch, glaube ich, langweilen. Weil jedes Jahr immer das neue Assassin's Creed immer wieder dasselbe ist. Nichts Neues. Aber von so an. Jedem das Seine, jeder hat halt seinen eigenen Geschmack. Ne? So. Ich bin im Systec-Turm. Ripley, passen Sie auf. In Ihrem Bereich werden viele Störungen gemeldet. Erstmal speichern, ne? Ganz wichtig. Erstmal speichern. So. Dann schauen wir doch mal. Good game, Bro. Thank you. Mystic Style. Geiler Scheiß, super Kommentar von dir. Dankeschön. Oh mein Gott. Jetzt wird's wieder gruselig. Doch nein, die waren wir ja schon gewesen. Oh, ich erinnere mich, dass wir es hier mit Besuch zu tun hatten. Wow! Oh. Wow! Oh. Oh nein, 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 nein. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Die Station ist wie ein Friedhof, oder? Hallo? Die Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Ach, die sind okay. Die sind gut. Ich dachte, die wären jetzt... Die würden uns an die Wäsche wollen. Das hatten wir schon gehört, das Band gestern. Okay, wir müssen da hinten lang. Anscheinend müssen wir rauf, ne, oder? Sehe ich das richtig? Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen hier lang. Wait, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen.
getroffen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Okay. Sollen also jetzt das Alien einfangen, das, klingt vielversprechend. Ich hoffe mal, das klappt auch. Der Eingang ist direkt vor Ihnen. Nutzen Sie das Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. Im Rezeptionsbereich, das wäre hier, würde ich jetzt mal behaupten. Oder? Speichern wir mal, wenn wir schon einmal hier sind. Speichern ist immer eine gute Alternative. So. Also, das Terminal. Ich glaube, das ist das hier, ne? Schauen wir mal. Das hatten wir auch schon gelesen eigentlich. Türkontrolle. Sehr schön. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Okay. Ist der gut oder ist der böse? Apollo und der Hebi-Android. Zusammenarbeit für eine sicherere und besser eingegliederte Sevastopol-Stadt. Oh, Alter. Alter, mach mich doch nicht fertig. Oh, eine Gitarre. Tüdelin, tüdelin, tüdelin. Vielleicht sollte ich ein Liedchen... Oh, hoch. Vielleicht sollte ich ein Liedchen anstimmen. Hm. Ja, dankeschön. Wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag, 20 Uhr, Let's Play Live Show einschalten. Heute war Sonderstream, deswegen. Heute wegen Alien Isolation. Sonst immer Freitags und Samstags ab 20 Uhr. Mach's gut, schön, dass du da gewesen bist, Bastron. Ansonsten besuch mich auf meinem YouTube-Channel ReflexGER. Da habe ich auch ein paar Let's Plays online. ReflexGER. Bin froh, dass der Android noch gut ist, aber ich gehe mal davon aus, dass sich das auch sehr, sehr schnell ändern kann. Das, ja, könnte heiter werden. Okay, die Tür ist verschlossen, da ist eine Tür offen. Wir müssen hier auf dieser Etage, müssen wir durch die Tür wahrscheinlich. Ich werde mal mich hier oben umsehen. Was haben wir? Hallo? Ach du Kacke. Da sind schon wieder so viele Wege. Oh. Spoiler-Alarm. Okay. Konnten wir jetzt nichts aktivieren. Ja, vor Menschenangst, ja. Ja gut, ne, das ist, es ist nun mal so, dass... Du weißt ja hier nicht, wer ist gut, wer ist schlecht. Das ist ja das Problem hier an der ganzen Chose. Und wir sollten ja auf jeden Fall... Alter, mach mich nicht fertig hier. Was ist das denn hier? Abriegelung. Ah, okay. Boah, das ist cool animiert hier. Speicher verschlossen. Okay. Hello from UK. Hello from Germany to UK. Ich hoffe, dass der Android ist. Ich glaube schon, ne, oder? Ja, ich denke mal. So, dann können wir jetzt da unten rein. Noch ist er nett. Noch ist er nett. Ich denke, wie gesagt, dass es sich schnell ändern wird hier das Ganze. So, Sicherheitslager, das Lager an die Gruppe im Lager. Wir können keine Wachen rund um die Uhr aufstellen, aber mit der Freiwilligen Wache und den
und dem bestehenden Sicherheitssystem des Tunnels ist alles wasserdicht. Ab jetzt werden die Sicherheitsgitter für niemanden geöffnet und die Vorratsbeschaffung läuft über mich. Wir können das schaffen, Leute. Thompson. So, da ist auch nichts am Stehen. Ja, Evil Within, yes, of course. Aber ich glaube nicht zum Release werde ich das haben. Evil Within. Das werde ich mir wahrscheinlich später zulegen. Ich, können wir was herstellen? Oh ja, geil. Was können wir denn noch herstellen? EMP. Auf jeden Fall. Für Androiden. Gott sei Dank, da haben wir wenigstens mal eine EMP-Mine. Für die scheiß Androiden. Nur diese Aufzeichnung für alle, die nicht hier waren, als es passiert ist. Ich weiß nicht, wer entkommen ist. Es gibt einige Leichen, aber... Die anderen verschwanden durch die Lüftungsschächte. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen, aber die Lüftungsschächte an der Decke waren offen. Es gab kein Entkommen und keinen Erlöser. Fast wie ein Fuchs im Hühnerstall. Wir beide haben zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager Befreundeter, die den Marshalls noch trauen. Und auf der anderen ist Sinclair und seine Idioten-Crew mit deren Waffen. Irgendwo im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass sie es eine Woche aushalten. Ja, ich finde, Spoiler ist immer so relativ, ne? Ich meine, wenn man sich nicht spoilern lassen möchte, dann soll man halt nicht einschalten. Bleibt ja jedem selbst überlassen, ob er sich das anguckt und wenn er das Spiel selber bekommt. Ja. Also ist jedem immer selbst überlassen. Ich freue mich natürlich über die Leute, die zuschauen und sich das gerne angucken, sich freuen darüber. Das ist natürlich supi. Sonst wärst du längst stumm. Ich weiß, du bist nicht das erste Mal hier, sonst wärst du längst stumm. Sinclair, mit mir liegen bestätigte Berichte vor, dass sie und ihre Männer auf Zivilisten schießen und Vorräte plündern. Wenn ich einen Weg finde, dieses Wesen zu töten, hoffe ich, dass es sie schon vorher gefunden hat. Wait, so, da gab es schon ein bisschen Aufruhr. Sinclair, ich weiß, wir hatten unsere Differenzen seit der Ankunft von Ihnen und Ihrem Sicherheitsdienst auf Sevastopol, aber die momentanen Lagen ist ernst. Wir müssen eine gemeinsame Front bilden. Im Gegensatz für alle absolute Kooperation bin ich bereit, meine Ermittlungen über Ihre Schwarzmarktaktivitäten einzustellen und alle Anständigen bezüglich des Marshallbüros im SciTech-Turm, von wo aus Sie und Ihre Gaunerkollegen ihre Geschäfte führten, zurückzuziehen. Packen wir die Sache richtig an. Marshall Waits. So, da ist ein Fehler. Da ist auch ein Fehler. Zellen öffnen. Netter Stream. Mustern. Ja, mach's gut. Jetzt haben wir Zellen geöffnet. Ist das eine gute Idee? Wie gesagt, freitags, samstags immer 20 Uhr einschalten. Let's Play Live Show. Sonst besucht mich auf YouTube. ReflexGR. Ich hab... Oh, ein Roboter. Och, der ist aber niedlich. So, den hatte ich, glaube ich, früher